Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Wir gucken auf eine jüngere Version des sich absolut vorsätzlich schuldig machenden Richter am Amtsgericht, Benjamin Kühnert. Er sieht jetzt auch ganz anders aus, aber das ist nichts anderes zu finden unter Benjamin Kühnert Münster, auch nicht unter Richter am Amtsgericht, unter den Videos. Da findet ihr schon mal als zweites mein Video, der Fall Marc Bellinghaus, Tatort Münster, Villa Tenompel, wo auch Herr Kühnert erwähnt ist. Es sind noch einige andere Videos, wo ich diese Sache, diesen Skandal Benjamin Kühnert, der mich im Namen des Volkes nicht einmal, nein, nicht zweimal und auch nicht dreimal, nein, viermal schuldig gesprochen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Dreimal habe ich das Urteil revidiert bekommen. Ich bin also in Berufung gegangen. Einmal hat er es selbst zurückgezogen, als ich ihm nachweisen konnte, dass es Bullshit ist, was er erzählte, wegen angeblicher Siegrunen, die ich auf eine Tür gemalt habe, wo es um Hass ging. Hass von Bauverein Kettler. Da ist dieser Richter ernsthafterweise gegen mich vorgegangen, statt mir zu helfen. So weit sind wir hier in Münster. Es ist Unrecht pur. Es ist alles wegen meiner Abstammung. Und hier seht ihr, ich habe eine persisch-jüdische Halbschwester. Das sind Kinderfotos. Und ich werde hier behandelt, als wäre ich ein Reichsbürger, ein Nazi. Dieser, ich will jetzt keine Namen sagen, also keine Schimpfwörter, aber dieser Mann hat mir noch nicht mal in die Augen gucken können, als er im Namen des Volkes, dann hat er mir noch eine Extrastrafe gegeben wegen angeblicher rassistischer Beleidigung von dieser Lügnerin nebenan, die wirklich in den Knast gehört, Sigrid Bott. Ja, die hat ohne Maske gearbeitet und alle möglichen Sachen gemacht und gekifft und was weiß ich, das Gesetz längs und rechts gebrochen, hat behauptet, ich würde meine Mutter schlagen, hat meine Mutter Fotze genannt und. Ich habe das alles bewiesen und trotzdem läuft die Frau noch frei rum und lässt sich dauernd ihre Lippen und ihre ganze Gesicht aufpuffen mit 62. Ich frage mich nur, wie kann die sich das leisten als Hartz-IV-Bürgergeldempfängerin? Das verstehe ich mal überhaupt nicht. Verstehe das, wer will, aber ich verstehe das nicht. Aber, wie gesagt, ich habe gewonnen. Und jetzt erwarte ich, dass die Justiz auch durchgreift, weil mein Leben ist zerstört worden durch Leute wie Sigrid Butt. Die wurde nämlich von diesem Richter Kühnert belohnt. Die haben da vier Leute aufmarschieren lassen, ja, im Gericht. Und Herr Kühnert, Sie sehen ja wirklich leider nicht mehr so aus. Aber ich will Ihnen sagen, das war ganz große Kacke, was Sie mit mir gemacht haben. Das war nämlich ein absoluter Rechtsbruch. Und als ich jetzt am 17.04. im Landgericht war, da hat mir jemand gesagt, die Namen darf ich nicht nennen, will ich auch nicht nennen, Herr Richter Kühnert, Benjamin Kühnert ist im Urlaub oder wie auf Reisen mit Wohnmobil und bliblablo. Und Herr Richter Kühnert, das ist meine persönliche Message, lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Sie brauchen gar nicht zurückkommen. Sie werden hier auch von mir zumindest nicht vermisst. Und ja, Sie können mal so 5 bis 10 Jahre, wie lange ich noch lebe, wie auch immer, Zeit lassen. Und dann können Sie richtig Karriere machen. Dann werden Sie bestimmt auch Vorsitzender Richter am Landgericht werden. So wie Ihr Vorbild, der Dr. Georg Bischoff, der mich obdachlos gemacht hat. Da haben Sie doch bestimmt eine Party gefeiert, oder? Also wie gesagt, ich versuche hier ein bisschen Witz noch reinzubringen in so eine Thematik, die absolut kriminell ist. Kriminell. Da ist noch ein uraltes Foto von dem Herrn. Da ist es Kühnert. Richter Benjamin Kühnert. Ich werde versuchen, alles zu tun, um Ihre Karriere genauso zu torpedieren, wie Sie mein Leben zerstört haben. Das ist nur recht und billig. Das ist auch mein Recht und das wissen Sie. Sie haben wirklich mein Leben in übelster Weise kaputt gemacht. Und das wussten Sie. Das haben Sie extra gemacht, weil Sie ganz genau wissen, von wem ich abstamme. Und das ist gegen das Grundgesetz. Gegen Absatz 3, Artikel 3, Absatz 3. Kein Mensch darf wegen seiner Abstammung jemals benachteiligt werden. Und Sie haben genau das gemacht.
mit der Hilfe der ganzen Justiz. Und deswegen werde ich eine Untersuchung beantragen und deswegen werde ich auch Sie zu Schadensersatz und Schmerzensgeld verurteilen. Ich weiß, das kann man nicht mit Richtern, aber Sie haben Ihren Eid gebrochen. Sie hätten nie Ihre Macht missbrauchen dürfen, so wie Sie das getan haben. Und Ulrich Schambart hat Sie immer wieder geholfen und hat diese 4 Befangenheitsanträge, die ich gestellt habe gegen Sie, Schönling, der bösartig ist, so vorsätzlich und gemein, dass man das gar nicht, es kommt alles in mein Buch. Und Ihnen, Herr Benjamin Kühnert, werde ich ein besonderes Kapitel widmen, da können Sie Gift drauf nehmen. Lassen Sie sich ruhig Zeit, besuchen Sie alle Kontinente, das kann doch bestimmt so 10, 15 Jahre dauern, das wünsche ich mir. Alles Gute.